Hallo. Ralf Tütetek hier mit einem Video zum Thema Comics. Und zwar möchte ich euch heute meine Top 3 Spider-Man Comics Stand jetzt vorstellen. Ja, auf meinem Platz 3, der Band Spider-Man, die Osborn-Identität, wo Norman Osborn, der mittlerweile ein Waffenhändler ist, also Norman Osborn war der grüne Kobold. Ist jetzt ein Waffenhändler und Spider-Man, Mockingbird und Silver Sable jagen Norman Osborn um den halben Erdball halt. Das zeige ich euch mal, wie das gezeichnet ist. So, mit sehr schönen Zeichnungen drin, ne? Auf meinem Platz 2, Spider-Man tödlicher Tentakel. Ja, Peter Parkers Firma, Park Industries, ruht auf einem Fundament, das eigentlich Dr. Octopus gelegt hat. Und ja, Hydra spielt da auch noch mit einer Rolle. Und Spider-Man will sich das aber halt nicht so gefallen lassen, dass Dr. Octopus die Macht über sein Firmenimperium hat, ne? Und ja, da muss Spider-Man halt gegen Doc Ock antreten. Und das zeige ich euch auch mal. Auch sehr schön gezeichnet, ne? Und mein Top 1 Spider-Man-Band, Cravens letzte Jagd, wo Spider-Man gegen Craven antritt. Und ja, also Craven, der sucht halt nach Friedenszone und er tötet angeblich Spider-Man, ne, aber Spider-Man stirbt doch nicht in dem Band. Ne? Und ich will aber nicht allzu viel von der Handlung spoilern. Nur halt noch, dass Vermin eine Rolle spielt. So ein Rattenmensch, ne, so ein misslungenes Genexperiment. Und das zeige ich euch auch nochmal, wie das gezeichnet ist. Ja gut, das sind meine Top 3 Spider-Man Comics, Stand jetzt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video.